So meine Bros und Girls, herzlich willkommen zu Far Cry New Dawn. Wir gehen jetzt hier hin. Moment. Tracys Reisen. Okay, also haben wir schon mal einen Ort entdeckt auf unserer Fotoliste. Komm. Mist, ich habe wieder Sprit fürs Auto noch für uns. Ich hoffe, wir bleiben trotzdem ein Team. Wir sind ein sehr gutes Team, Herc. Danke fürs Einschalten und danke, dass du dieses Projekt unterstützt. Sache, wenn sowas ohne Hilfsmittel. Ach du Scheiße. Komm. Ja, wie denn? Ja, wie soll ich die töten? Ich kann da gar nicht reingucken. Doch. Wie soll ich denn das anstellen? Nö. Ja, wer ist denn Gina, bitte? In welchem Auto sitzt die denn? Wie soll das denn bitte gehen?
Okay, das sind die Sniper, die ich da weg snipern muss, okay. Die Einheit in Teilen, 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 die Ein
Jawohl! Ich erledige das! Good job, Herc! Haben wir sie jetzt? Dumme Arschlöcher! Du bist der Scharfschütze, was? Ich hatte alles unter Kontrolle. Das wäre nicht nötig gewesen. Also du steckst dahinter, oder, Herc? Ach, weißt du, sag besser nichts. Pass auf, ich weiß, dieses Rennen kann man nicht gewinnen. Deswegen wollte ich es ja gewinnen. Aber danke. Vermutlich hast du mein Leben gerettet oder so. Ich hab's nicht so mit Entschuldigung. Bin dir nicht böse, ich wollte nur ein paar Fressen meinen Siegerstempel aufdrücken. Ich mach die Scheiße mit den Zwillingen jetzt schon ein paar Jahre mit. Ich hab meinen Mund gehalten, hab getan, was ich sollte. Alles, was ich wollte, war, dass die Kackbratzen mein Baby in Ruhe lassen. Und was haben die gemacht? Die wollten mir mein Kind wegnehmen und mich in ihrem scheiß Todesrennen draufgehen lassen. Solange es die Zwillinge gibt, wird mein Kind nicht sicher sein. Die Highwaymen werden für alles büßen, was sie mir angetan haben. Du bist okay. Gib einfach Bescheid, wenn du mal Hilfe brauchst. Immer wieder gerne. War? Nimm mich dich her. Anfängst du, was Wetter zu reden? Hau ich ab. Ich stelle auch keine Fragen. Sorgversprechen. Keine Fragen. Okay. Kann ich mal ein bisschen entspannen, Herc, dich um dein Kind kümmern? So. Ich deck dich. Das ist gut. Ich möchte jetzt ein paar Minimum ein, zweimal gespielt haben. Ich habe jetzt eine sehr lange Zeit Kamina gespielt, das muss ich ja nicht ewig haben. What? Geh du vor. Ach, die findet schon den Weg. Aber war cool. Das muss man jetzt offen gestehen. Ich trinke jetzt noch ganz kurz was.
Okay, die kommt gleich mit dem Auto. Das ist natürlich eine Sache. Dann fahren wir mit dem Auto, wenn sie schon eins hat. Das ist natürlich cool. Wir schauen wo lang. Ja. Egal. Okay. Kurze Halle fix. Nice. Der Tag war stressig, aber jetzt geht's mir besser. Brücke vor. Ach, den lassen wir. Und wo? Ich sehe kein Flugzeug. Ach da. Also die Vektor ist schon mal richtig, richtig gut. Die Obstgärten sind lange weg. Was? Ich suche mir eine bessere Stelle. Die Obstgärten sind lange weg. Ich seh dich, Arschloch! Hallo? Die Obstgärten sind lange weg. Aber wir haben es geschafft, eine schöne große Farm wieder aufzubauen. Dann kamen die Highwaymen und haben sich eingenistet. Ich hoffe, du kannst sie loswerden. Die Vorratskammer. Und wo? Wo ist diese Vorratskammer? Oh, holy shit, das sind Außenposten. Was sind denn das insgesamt? 30. Die haben anscheinend auch nur 7 Stück entdeckt von 30. Aber den möchte ich jetzt nicht machen, sondern den. Den ich markiert habe. Da dann.
Dann erobern wir den mal. Das solltest du wahrscheinlich mitnehmen. Nimm ich auch. Was? Auch sie haben wir in dem Trailer gesehen. Ich kann mich noch an die Zeit. Auch die kosten Materialien, okay. Die Bomben fielen. Um ehrlich zu sein, so toll war es damals auch nicht immer. Okay, dann gehen wir. New Eden war Josephs Truppe, aber anscheinend hat jetzt sein Sohn Ethan das Sagen. Die meisten können überhaupt nicht schießen. Du bist nicht schlecht. Ja, danke, Gina. Das freut mich zu hören. In der nächsten Folge werden wir dann zu Joseph fahren. Ja, noch. Ja, nice. Geschafft. Zum Ende der Folge. Schmiede aufgebaut. Die machen da Munition und Waffen aus Schrott. Das
Das muss aufhören. Und in der nächsten Folge machen wir dann die Selenie und New Eden auf jeden Fall. Das ist jetzt mein Plan für die nächste Folge. Komm, dabei, dabei. Nice. Immer die Leute hier wären Weicheier, aber die können gut kämpfen. Das freut mich, Gina. Gut. Dann trägt Herc langärmliche Kleidung. Wenn du ein paar Gesichter im Indiana Jones Style schmelzen willst, sag Bescheid. Du wirst es vermutlich nicht glauben, aber ich galt früher als subversives Element in Hope County. Damals wurde man für Brandstiftung und öffentliche Masturbation noch komisch angeguckt. Aber seit ich ein Kind habe, sind alle wirklich nett und hilfsbereit zu mir. Gutes Gefühl, wenn man akzeptiert wird. Dann ist gut. Gina ist hier auch irgendwo. Ach, da oben. Also langsam bin ich wirklich angefressen. Keiner hört auf meine Vorschläge, was hier als nächstes verbessert werden sollte. Keine Donnerkuppel-Arena, kein Bordell, keine japanischen Toiletten. Das ist doch scheiße. Bin ich der Einzige, der sich für Unterhaltung und Analduschen interessiert? Haben wir übersehen. Und ich werde jetzt hier oben mit dem herrlichen Ausblick auf unsere Basis die Part auch beenden. Und sehen uns in der nächsten wieder. Euer Sucker.